So. Ist auch eine tricky Map, eine tricky Story hier. Hallo? Kannst du für mich hier rein? Frische Fußspuren. Verdammt, von sie bestimmt was bei uns und gar nicht. Okay. Hm. Bisschen vier. Eine Wasserflasche, yay. Und hier. Und den Kellerschlüssel. Okay. Und creepy. Geist aus hier. Service. Unmächtig. Ich muss sie hier rausbringen. Hm. Was ist passiert? Also, ich ploppte einfach raus. Wo bin ich? Oh, mein Kopf. Der tut so weh. Hast einen Schlag auf den Kopf bekommen. Geralt, warum bist du hier? Ich suche dich. Dein Vater macht sich Sorgen. Ich bring dich nach Hause. Ich gehe erst, wenn ich Udaric geholfen habe. Das Schwert. Wo ist das Schwert? Ich muss zurück. Du gehst nirgendwo hin. Ich hab dich gerade erst halbtot hier rausgeholt. Ich muss... Du musst mir erzählen, was passiert ist. Warum bist du da reingegangen? Ich wollte Udaric helfen. Klar, er hat sich etwas merkwürdig benommen, aber ich weiß nicht, wie ihm dein Spaziergang durch ein Geisterhaus geholfen hätte. Hätte ich das Schwert gefunden. Was hat es mit dem Schwert auf sich? Das ist Brokvar, das Ahnenschwert von Udalriks Clan. Ich brauchte es, um den Fluch von Udalric zu nehmen. Welchen Fluch? Lange Geschichte. Vor vielen Jahren haben sich Udalric und sein jüngerer Bruder um das Schwert gestritten. Nach der Tradition gehört das Clanschwert dem erstgeborenen Sohn, Udalric. Aber sein Vater hat es seinem jüngeren Bruder Aki vermacht. Oha, eine schwere Beleidigung in dieser Gegend. Schwer genug für Udalric, um ein heiliges Gesetz der Skelligen zu brechen. Er hat die Entscheidung des Vaters öffentlich hinterfragt. Das konnte der alte Jarl wohl nicht durchgehen lassen. Sie haben Udalric an einen Pfahl gebunden und bis zur Hüfte im Meer versenkt. 3 Tage lang. Die Schweine. Und danach sind Aki und er fischen gefahren. Okay. Ihr Vater dachte wohl, dass harte Arbeit auf See die beiden wieder zusammenschweißt. Seefahrten sind für uns wie eine Kur. Leider hat die Kur dieses Mal nicht geholfen. Ein Sturm brach los und Aki ging über Bord. Udalric hatte mit den Segeln zu tun und seinen Bruder erst gehört, als es zu spät war. Hörte ihn nicht oder wollte ihn nicht hören? Manche Insulaner hatten dieselben Zweifel, aber niemand hat sie ausgesprochen. Was glaubst du? Hat Udalric Aki getötet? Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber eines weiß ich. Was auch immer an jenem Tag auf dem Meer passiert ist, beeinflusst Udalric noch heute. Und es könnte etwas mit dem Schwert zu tun haben. Ja, wir müssen vergessen, Merkhexel, du musst rausfinden, ne? Was willst du mit dem Schwert machen? Ich glaube, Akis Geist will es zurückhaben. Der Geist des Bruders? Seit ich denken kann, hat das Inselvolk in Udalric immer den Auserwählten gesehen, zu dem die Götter sprechen. Das habe ich auch mal geglaubt, aber jetzt, angesichts bestimmter Umstände, er ist einfach besessen und es ist sein jüngerer Bruder, der ihn heimsucht. Gewagte Theorie. Bricht nicht allein der Gedanke daran ein Gesetz? Mir egal. Ich glaube nicht an Gespräche mit Göttern. Hast du ihn mal gesehen? Er ist mit Narben übersät. Ich dachte, die hätte er sich in Schlachten verdient. Wenn du den Zwist mit sich selbst als Schlacht bezeichnest. Ich habe ihn gefragt. Er sagte, die Stimmen befehlen ihm, sich selbst zu verletzen. Zum Ruhm der Götter. Das glaube ich nicht. Das sind nicht die Götter. Das ist Aki. Du meinst, Aki rächt sich, weil Udalric ihn hat sterben lassen? Ich habe mit Hjord gesprochen. Der schwört, dass Udalric erst seit Akis Tod Stimmen hört. Und ich glaube nicht, dass Hjord falsch liegt, denn er kennt die beiden von klein auf. Vielleicht lässt Aki von Udalric ab, wenn wir ihm Brokvar geben. Hm, keine schlechte Idee. Vorausgesetzt, wir haben es mit einem Geist zu tun. Aber irgendetwas stimmt da nicht. Was denn? Aki ist auf See ertrunken, sagtest du. Aber es spukt hier in diesem Haus. Aki und Udalric haben hier beide gelebt. Vielleicht deswegen. Danke für deine Hilfe, Geralt. Aber ich muss das Schwert holen. Kommt nicht in Frage. Ich hole es. Wirklich? Danke. Dann kann ich zu Udalric gehen.
Nein, du bist zu schwach. Vielleicht kippst du unterwegs wieder um. Warte hier, wir gehen zusammen. Ja, gehen wir zusammen. Aber ich glaube, ich muss noch mal eben was machen. Scheiße. Hey, noch mal Pause. So, dann wieder zurück. Kann ich dich kurz sprechen? Was Neues? Es ist traurig, wenn jemand wie Bran stirbt. Alle sagen, dass er ein guter König war. Es wäre auch nicht passend, anders über die Toten zu sprechen. Stimmst du dem denn nicht zu? Bran hat sein Leben auf See verbracht. Während er unterwegs war, haben Fäden die Inseln von innen zerstört. Die Leute waren wütend, dass es keinen Mittler oder Schlichter gab. Aber dann kehrte Bran mit Beute zurück, gab ein Fest, ließ den Met in Strömen fließen und alle liebten ihn wieder. Leb wohl. Okay, das war's. Wow. Oh, wir sollen uns noch in unserem Keller umgucken, ne? Ich mal behaupten. Einen Schlüssel gefunden. Oder so tief, dass man noch sterben könnte drin. Und völlig normal. Okay. Okay. Was war denn das? Ja. Willst du wissen? Ich glaube, beim ersten Mal spielen wir so lange durchgelaufen, einfach zurückgelaufen und dann. Zack. Was ist das? Okay. Hast du das Schwert gefunden? Ja, ich hab's. Gehen wir. Also, nach dir. Okay. Du und mein Vater. Ja. Ihr wart mal Freunde, nicht? Ich hoffe, wir sind es noch. Aber, also, ich habe gehört, dass ihr euch zerstritten habt wegen irgendwas oder irgendwem. Meinst du die Geschichte mit Yennefer? Das ist schon lange her. Es war, bevor dein Vater deine Mutter getroffen hat. Aber du und Yennefer kanntet euch schon. Tja, mit Yen waren die Dinge nie in trockenen Tüchern. Was ist an ihr? Was zieht dich zu ihr hin? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mich einfach nie für Bequemlichkeit und Ruhe entschieden. Ja. Was das mit Yen ist, das wüsste, glaube ich, jeder von uns gerne. Das ist so richtig. Ziegen, die ausbluten. Wo ist Yennefer? Ich weiß nicht. Warum fragst du? Ich staune nur, dass sie dich alleine hat herkommen lassen. Wie meinst du das, lassen? Nichts. Gar nichts. Ich hatte nur den Eindruck, dass sie dich nicht gern aus den Augen lässt. Schau, da sind sie. Schrecklich hell hier draußen. Schmerz in den Augen. Die frische Luft wird dir gut tun. Die Götter werden nicht erfreut sein. Jarl, unsere Gäste, weißt du noch? Was ist mit deiner Hand passiert? Ich habe sie den Göttern geopfert. Vergib ihm, Jarl. Geralt muss noch mehr über unsere Bräuche lernen. Wir auf den Skelligen stehen den Göttern nahe. Und je näher man sich ist, desto größere Opfer bringt man. Das größte und reinste Opfer, das man bringen kann, ist das Erdulden von Schmerz und Leid. Die Götter zu hören, ist ein Geschenk, kein Opfer. Diese Stimmen, die du hörst. Die Götter, ihre Stimmen. Das sind keine Götter. Hüte deine Zunge, Fremder. Du bist auf den Skelligen, unserem Land, und wir verehren die Götter. Wenn du nicht Ankreids Gast wärst... Ja, der Hexer meinte es sicher nicht böse. Hören wir an, was er zu sagen hat. Es ist wahrscheinlicher, dass es hier um deinen toten Bruder geht. Ich habe Geralt von Aki erzählt. Wir glauben, dass... Dass die Götter dir wegen deines Bruders zürnen. Du musst dich entschuldigen, und zwar bei Aki. Ich wollte nicht. Aki ist ins Wasser gefallen.
Die Götter werden wütend sein. Wütend, dass du mit deinem Bruder Frieden schließen willst? Sind die Götter der Skelligen so grausam? Sie sind gerecht. Die Gerechtigkeit verlangt, dass man den Toten gibt, was ihnen gehört. Was soll ich denn tun? Weißt du noch, wo Aki ins Wasser gefallen ist? Am Ostende der Insel, vor der Bucht. Die Strömung hatte uns zu Ululas Nadel getrieben. Dort ist es gefährlich. Die tückischen Strudel kosten immer wieder Seeleuten das Leben. Wir müssen hinsegeln. Akis Geist wird nicht ruhen, ehe das Schwert zu ihm zurückgekehrt ist. Nein, 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 nein! Die Götter werden zürnen. Ich spüre es. Keine Angst, Jarl. Die Götter lieben dich und haben Aki geliebt. Bestimmt wünschen sie dies. Vielleicht kann ich hinsegeln. Das Schwert muss zurückgebracht werden. Aber wer das tut, ist nicht entscheidend. Wonach soll ich suchen? Trug Aki etwas, woran ich ihn erkennen kann? Etwas, das die lange Zeit unter Wasser überstanden haben kann? Ja, den Ring unseres Clans. Das müsste reichen. Ich breche auf. Okay. Augen höchstens zum Zahnreinigen. Eine Axt, das ist eine Waffe. Das wie... Wir dienen und ihr, der lebt. Jungfrau, Mutter und Muhme. Okay. Kann ich dich kurz sprechen? Leb wohl. Okay. Wir sollen einfach noch schwimmen gehen. Okay. Schauen wir mal. Wie viele Leute die einfach beschäftigen als Wache, ne? So. Hupsi. Hups. Wieder mehr getrunken, ne? Ach, hier sind wir jetzt wieder. Okay. Okay. Warum auch immer du. So. Oh, dann schön weg, Hexe. Hier muss es sein. Hier muss es sein. Jetzt bin ich in den Felsen schon. Ich bin schon mal ausgeschaltet. So. Ein Skelett. Ich frage mich, ob das was gebracht hat. Zeit, zu Udalrik zu gehen. Ich weiß es nicht. Aber jetzt was schon, denke ich mal. Ne? Ah, ne, mal Platz zu kommen. Wenn es überhaupt geht. Beweg dich! Und Platz überhaupt hier lang. Ah, es hat so funktioniert. Cool. Ich muss weiten. Anders geht's nicht. Und Plätze, mach mal hin hier. Sag mal, was du kannst. Das klang ungesund. Ich habe noch nie so einen tapferen und frommen Mann erlebt. Ich schäme mich. Stolzieren Sie hier raus. Nein, das ist dann Helden. Aber wieso? Warum hast du ihn denn? Was ist los? Udalrik, die Stimmen haben ihm befohlen, sich das Auge rauszureißen. Was? Warum hast du das gemacht? Es war der Wille der Götter. Ein Opfer für Aki. Was genau wollten die Götter? Erinnerst du dich? Was haben sie dir gesagt? Sie waren zornig. Eine Stimme sagte... Du elender Wicht, hast Aki nicht geholfen. Und jetzt segelst du nicht zu ihm und bittest um Vergebung.
Reiß dir das Auge raus, leide und büße für das, was du angerichtet hast. Wann haben die Götter zu dir gesprochen? Gleich nachdem ich weg war? Kurz danach. Ich wurde müde und legte mich hin. Da offenbarten sie mir ihren Willen. Schläfst du immer, wenn sie mit dir reden? Immer. Und was siehst du dann? Rufen sie dich an einen bestimmten Ort? Zu meinem alten Zuhause. Sie befehlen mir, Fackeln zu entzünden und sprechen aus den Schatten. Du sagst, die Götter sprechen aus den Schatten. Erlaubst du darum hier drinnen kein Licht? In den Träumen sehe ich manchmal ihre Form, wenn die Fackeln hell brennen. Es ist eine große Ehre, die Götter zu sehen. Würdest du sie vielleicht mit mehr Licht auch sehen, wenn du wach bist? Einfache Menschen sind nicht würdig, in ihr Antlitz zu schauen. Haben die Götter dir schon mal ihre Form gezeigt? Oder sind sie immer nur Schatten? Einmal nahm ich im Traum allen Mut zusammen und ließ die Fackel heller brennen. Da saß eine verschwommene Gestalt in den Schatten. Verlangen die Götter immer, dass du ihnen dein Leid anbietest? Allein das gefällt ihnen, und sie verlangen ständig mehr. Ich habe das Schwert hingebracht, doch nichts hat sich geändert. Es ist nicht der Geist seines Bruders, der ihn plagt. Was ist mit ihm los? Können wir unter vier Augen reden? Im Gästezimmer. Komm. Und? Weißt du, was es ist? Ein Him. Eine Postkonjunktionskreatur. Sehr selten und sehr gefährlich. Hängt sich an Menschen, die üble Taten begehen. Sie nährt sich von ihrem schlechten Gewissen und verstärkt es. Am Ende zwingt sie das Opfer zur Selbstverstümmelung. Klingt unschön. Kann man sie loswerden? Es gibt zwei Methoden, theoretisch. Im Hexerbestiarium heißt es, dass man eine Nacht im Lager des Hims verbringen muss, mit dem Betroffenen. Also im Geisterhaus? Gemütlich dürfte das zwar nicht werden, aber ich wette, du hast schon schlechter geschlafen. Ums Schlafen geht es nicht. Man muss den Him heraustreiben. Er muss aus den Schatten kommen und sich zeigen. Sonst kann man ihm nichts anhaben. So ganz ohne ist die Kreatur wohl nicht. Du hast Udalric ja gesehen. Der Kampf wird nicht einfach. Und die andere Methode? Angeblich kann man einen Him überlisten. Man muss so tun, als hätte man etwas Furchtbares vor. Dann springt er auf einen über. Wenn er merkt, dass er betrogen wurde, muss er gehen. Toll. Versuchen wir es. Ich kenne niemanden, dem das gelungen ist. Vielleicht waren die Täuschungsmanöver nicht gut genug. Ich weiß, du hast Zweifel. Aber wir sollten wenigstens versuchen, den Him zu täuschen. Vielleicht ist das nicht so einfach, wie es scheint. Perfekt sind beide Methoden nicht. Wie meinst du das? Udalric überlebt eine Nacht im Lager des Hims vielleicht nicht. Du meinst, der Him versucht, Udalric zu töten? Nein, dann wäre er ja seinen Wirt los. Es ist möglich, dass es Udalric einfach nicht übersteht. Er ist schwach, das Haus weckt schmerzliche Erinnerungen. Für den Him ist das eine Gelegenheit. Je mehr Schmerz der Him seinem Wirt bereitet, desto stärker wird er. Und umso gefährlicher wird er für dich. Und was ist mit der anderen Methode? Der Him ist ein Dämon und die sind bekanntermaßen schwierig zu täuschen. Außerdem darf der Lockvogel nicht wissen, dass er einer ist. Was? Der Him greift Leute mit schlechtem Gewissen an, die überzeugt sind, schlimm gehandelt zu haben. Der Him verstärkt ihre Reue und nährt sich davon. Das heißt, wenn der neue Wirt keine echte Reue empfindet, spürt der Him das. Ah, das heißt, wenn einem von uns was einfällt, kann er dem anderen nichts davon sagen. Genau. Beide Methoden scheinen riskant.
Trotzdem bin ich für die List. Ich bin noch nicht überzeugt. Sag bitte nicht, dass du auch solche Dinge mit Yennefer besprechen musst. Wenn uns nichts einfällt, können wir immer noch die Hexermethode probieren. Es kann wohl nicht schaden, die List zu versuchen. Gute Entscheidung. Der einzige Ort, an dem sowas funktionieren kann, ist das Geisterhaus. Das Lager des Hims. Also, nach dir. Kein Grund zum Trödeln. Sehen wir uns mal um. Hä? Suche im Haus für den Weg, den Mann zu vertreiben. Solide Handwerkskunst. Der Ofensetzer muss vom Fest gewesen sein. Oh. Trotzdem weiter. Okay, schade. Solide Handwerkskunst. Oh, der Ofensetzer muss vom Festland gewesen sein. Okay. Wie? Ciri. Nein, das ist unmöglich. Verdammt! Wieso täuscht er uns jetzt? Du willst mich abschrecken. Gut, du hast also Angst. Oh, okay. Zerbrochen. Udalric hatte wohl Angst, die Kreatur hinter sich zu sehen. Ist das möglich? Eine alte Wiege. Hat sicher Udalric oder Aki gehört. Geralt, komm! Ich glaube, ich habe eine Idee. Okay. Oh. Geralt! Bin noch eben. Einen Moment. Ist aber nichts. Können wir nicht da machen hier. Oh. So. Zack. Ja, vielleicht hier sicher, ne? Hier haben nichts mehr, sonst. Und schau mal, was die Dame so rausgefunden hat. Ja, bitte. Ist dir was eingefallen? Ja, ich habe einen Plan. Könnte sogar klappen. Geht's etwas genauer? Du musst hier auf mich warten. Wird nicht lange dauern. Sonst nichts? Du hast es selbst gesagt. Du darfst die Details nicht wissen. Du musst mir vertrauen. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Hoffe ich auch. Und, können wir anfangen? Ich bin bereit. Na schön. Ich bin bald zurück. Mach so lange schon mal ein Feuer an. Sie rennt zum alten Haus! Schnappt sie! Nimm ihn. Du musst ihn in den Ofen legen. Vertrau mir. Vorsicht, tut dem Kleinen nichts. Das Knochen, oder? Gib mir das Kind. In den Ofen. Wirf ihn in den Ofen. Ich will jetzt nicht die Leute hier töten. Oh, meine Güte.
Warum? Tja. Was ist mit den Augen von einem Kind? Der Hexer hat nichts getan. Du findest hier weder Reue noch Schuld, nur Schock und Erleichterung. Du wurdest getäuscht und musst gehen. Es ist vorbei. Vorbei? Wir haben den Him reingelegt. Er dachte, ich hätte dein Kind getötet und wollte mich besetzen, um sich an meinem Gewissen zu laben. Aber als er sah, dass das Kind wohlauf ist, musste er gehen. Du bist frei, Jarl. Frei! Der Him ist weg. Und damit auch die Stimmen, die dich gequält haben. Verschwinden wir von hier. Ist der Dialog krass, aber das ist doch cool. Muss man überlegen, ey. Was ist los? Mir ist schwindelig. Drehe mich wie in einem Strudel. Geralt, du sagtest, es sei vorbei. Das ist nur die Erschöpfung. Er wird sich erholen. Was mache ich denn jetzt? Du wirst dich erholen. Hauptsache, du bemitleidest dich nicht. Mir ist, als wurde mir etwas abgerissen. Kein Wunder. Der Him war ein Parasit. Die Bindung an den Wirt kann sehr stark sein. Darum fühlst du dich jetzt so leer. In ein paar Tagen oder Wochen geht es dir wieder gut. Danke. Glaub ich. Leb wohl. Ja. Ich gehe mit ihm. Er scheint verwirrt. Gute Idee. Und dann? Was hast du vor? Ich bleibe ein paar Tage und schaue, dass es ihm gut geht. Und du? Bleibst du auf Spikarok? Weiß ich noch nicht. Muss drüber nachdenken. Yennefer ist bestimmt schon ungeduldig. Warum sollen die ganze Zeit diese reden? Was hast du gegen Yennefer? Du hast sie schon mehrfach erwähnt. Nichts. Mir fällt nur auf, dass ihr häufig einer Meinung seid. Du meinst, ich bin ein Pantoffelheld? Das ist nichts Besonderes. Passiert wohl allen Männern. Ob skelliger Raubein, tapferer Ritter oder zäher Hexer, am Ende lassen sich doch alle um einen Frauenfinger wickeln. Voll fies von Obwohl dir. Ich zugebe, dass du kein totaler Reinfall bist. Du hast mir vertraut, einer Fremden. Den Mut hätten nicht viele gehabt. Wäre nett, wenn du das nicht rum erzählst. Sonst meinen die Leute noch, ich würde drauf stehen, dominiert zu werden. Leb wohl, Geralt. Mach's gut, Ceres. So. Kann ich dich kurz sprechen? Okay, da zieht nichts Leb Neues. Wohl. Okay, der Wind heult. Okay. Muss auch noch was. Schau mal, was. Hält eine Zerkrane, um deine Belohnung zu. Ah! Jetzt kann man dich. Weil wir das gemacht haben, geht das okay? Wäre jetzt doofe Frage. Eine sehr dumme Frage vielleicht. Kommen wir jetzt endlich hier auch hoch? Wo haben wir denn da hinten? Hier. Denn hier hin. Gibt es ja am Haus einen Weg. Warte, ich habe eine Idee. Nicht hier. Hältst du da alles zu hier? Ernsthaft? Zu? Hm. Ja, da war die eine Tür. Komm ja, glaube ich, raus. Da haben immer noch komische Geräusche da. Mit dem Helm der Hütte. Noch was finden kann vielleicht? Hm. Aber wenn ich immer, glaube ich, hier oben noch was finden kann, wenn ich mich nicht irre. Na gut,
Ja. Muss ich mich jetzt einfach runter oder was? Oh, ich glaube, das ist ein Fragezeichen. Hat er hier? Doch. Ne. Ach, hier ein Jump'n'Run raus? Ne. Da hoch? Ne. Hier rauf? Hier muss ich da ja hinkommen, ey. Wisst ihr? Aha. Aha. Ist doch keine unsichtbare Wand mehr hier, oder was? So. Hier geht einfach von hier und hier lang. Okay. Hm. Zack, zack, zack. Aktion war. Das Geralt den Weg nicht trifft. Cool. Was war denn hier oben? Ach, was er macht, okay. Oder halt. Magie, ein Ort der Macht. So, voilà. So, dann haben wir jetzt die Liste des Königs. Okay. Wir mussten wahrscheinlich beide Dinger machen, damit wir echt hier weiterkommen. Hm. Okay. Hui. Wenn ich Stein ausweiche, wenn man nicht stirbt. Ja, doch. Hm. Okay. Ich habe den Himmel noch nie bekämpft, muss ich gestehen. Ich habe ihn jetzt mal so besiegt. Also, dass ich ihn mit der Liste heute vertrieben habe. Der Jungfrau Mutter. Ja, vielleicht mal anders machen können noch, ne? Ich will noch das andere Ende zu sehen. Dumm von mir. Naja, egal. Ist halt passiert, so. Dann haben wir hier noch einiges zu tun. Das Tor ist zu. Oh, jetzt geht das Tor wieder auf. Morgen hat meine kleine Norbung geboren. Das Tor jetzt auf. Komisch. Meister Geralt, die Wache hat dich vom Turm aus entdeckt. Ich wurde geschickt, um das Tor zu öffnen. Warum war es denn zu? Ist das die berühmte Skelliger Gastfreundschaft? Nein, es ist Tradition. Nach dem Fest wählen die Jarls den König. Da müssen die Tore geschlossen sein. Nur die Söhne und Töchter von Skellige dürfen sich im Schloss aufhalten. Hat Krach eine Ausnahme gemacht? Extra für mich? Alle wissen, was du für Ceres und Hjalmar getan hast. Heute bist du einer von uns. Komm, Krach wartet. Okay, ich hoffe, ich kann auch gut mit ihm spielen. Wie ist die Stimmung da drin? Ruhig. Zu ruhig. Wieso das? Es gibt auf Skellige ein Sprichwort. Auf einem guten Fest fließen Met und Blut in gleichem Maße. Das fändet ihr auf dem Festland sicher barbarisch. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Klingt jedenfalls besser als langweilige Bankette garniert mit Hofintrigen. Ja. Ich habe genauso wie du das Recht dazu. Und ich erwarte, dass du mich unterstützt, nicht meine Verbündeten klaust. Wenn ein Ankret die Krone tragen soll, dann... Solltest du das sein? Weil dir Flaum auf dem Kinn sprießt? Lass dir selber welchen sprießen. Vielleicht hören die Jarls dir dann auch zu. Willst du Sänge haben? Denk dran, das letzte Mal war ich diejenige, die am Schloss noch stand. Ja? Dann kämpfst du mit mir gegen die Wildkerle? Mal sehen, wer besser ist. Du oder Hjalmar, der Riesentöter? Ach, hör mit deiner Scheißprahlerei auf! Ceres, hey! Ach, verdammt! Hast dich nicht gerade mit Ruhm bekleckert? Meinst du, das weiß ich nicht. Aber du hast sie gesehen, sie ist so... so... stur, jähzornig, bockig, weigert sich, auf irgendwen zu hören? Genau. Aham. Stimmt, Anwalt. Ceres und ich sind in dieser Hinsicht praktisch Zwillinge. Ich sehe Krach gar nicht. Spricht er gerade mit den Jarls? Nein, er ist in seinen Gemächern. Zweifellos, um deine versprochene Belohnung vorzubereiten. Wenn du gerade Muße hast, Hexer, warum nicht ein paar Haken mit den Wildkerlen?
Das lockert die Gelenke nach der Reise. Vielleicht später. Zeigen wir das Herz. Okay. Feinden die Axt. Merkt ihr das? Ja. Hast du ihm den Kopf abgeschlagen? Hm? Los, einen versuch's Riesenkopf doch! Über den Kamin. Was für ein Schmuck. Okay. Wir speichern mal. Möge deine Axt nie zerbrechen. Geh mir aus den Augen. Ich geht's. Jetzt darf uns hier sogar bedienen. Schall mal an, Craig kommt dich holen. Reiß den in Stücke. Die Götter werden ihn. Ah, jetzt. Chalmer, kannst du... Oh. Ach, Robbenscheiße. Eieiei. Jetzt keine Glanzleistung. Guck mal, habe ich noch alle Zähne? Die meisten. Hast ganz schön kassiert. Warum lachst du? Dich hätten sie auch verdroschen. Nee. Glaube ich nicht. Ach nein? Willst du wetten? Wirf einen der Wildkarle um und du kriegst mein Schwert. Ende wie ich und ich krieg deins. Oh. Wildkarle? Wer sind die? Ach, diese Wildmenschen. Die leben in den Hügeln. Einfach. Also Schafhirten. Es wirkt mir öfters bei Witcher nur ohne Schafe. Sie leben vom Töten, essen nur das, was sie erlegen und kämpfen wie kein anderer. Wirklich bei mir einfach, dass sie einfach Wörter anders schreiben, die dann immer noch gleich können, wie zum Beispiel eine Wildkarle als die Wildkerle, ne? Deswegen. Ja. Na schön. Du kannst mir das Schwert schon mal einwickeln. Ja. Verkauf deine Fische erst, wenn du sie im Boot hast, Wolf. Ja, mit seinem Nippelpiercing, ey. Ich habe gehört, ihr macht Faustkämpfe gegen Herausforderer. Herausforderer? Nein, keiner hier ist eine Herausforderung. Wir sind hier, um zuzuschlagen, bis unsere Knöchel blutig sind. Kann losgehen. Gerne. Ich mach gleich Massenschlägerei. Reißt ihn in Stücke. So. Hör das. Du schlägst gut zu. Hart. Ja, dann gib mir mal dein Schwert, würde ich sagen, ne? Oh, was für ein Kampf. So harte Schläge. Ein Wunder, dass ihm das Hirn nicht aus den Ohren geflogen ist. Tja, ich hab die Wette verloren. Aber bei dem Spektakel grämt mich das nicht. Hier, möge es dir gut dienen. Ja, wir haben uns ein Schwert verdient. Sehr schön. Bloßen Händen und ab, wenn mir danach ist. Toll, diese Schwerter, aber ich ziehe Stahlschwert. Meine... Sehr schön, schätzen wir. Er ist auf demselben Level. Nein. Okay. Vor. Was ist los? Ich hab dich im Blick. Ich hab gehört, ihr macht Faustkämpfe gegen Herausforderer. Herausforderer? Nein! Wir sind hier, um zuzuschlagen, bis unsere Knöchel blutig sind. Ja, kann losgehen. Kann losgehen. Gerne! Nochmal. Stirb! Ja. Ah! Stirb! Reiß ihn in Stücke! Anscheinend nicht das Gestirn. Ausgenockt. Ich wärme mich nur auf. Na, worauf wartest du? Ruf den nächsten. Ach, jetzt, okay, jetzt kann weitermachen, Schimmer. Ich werde dein Herz fressen! Okay. Töten, verstümmeln, zerstören! Zack, zack. Okay. Hallo? Hexa? 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 Ich komme und hol dich! Alexa, stopp. Okay. Alter! Alter! Ich. Was war das denn jetzt? Akzeptiere ich nicht.
Yennefers Verdacht bestätigte sich. Ziri war tatsächlich ins Gelände aufgetaucht. Einfach zusammen mit einem maskierten Magier aus der anderen Welt. Dann hatten sie gemeinsam gegen den Hügelrand gekämpft, bevor sie durch Portale nach Velen geflohen waren. Dort endete eine Spur und eine andere begann. Ja, deutlich später war die wilde Jagd auf der Insel Hindersfjall aufgetaucht. Das konnte bedeuten, dass Ciri ein weiteres Mal aufs Gelände gewesen war. Wahrscheinlich auf der PSG war es schlimmer, wahrscheinlich noch schlimmer. Ich mach Kleinholz aus dir. Reiß ihn in Stücke! Zack, zack. Zack, zack. Und auch mit Box. Und ich einmal getroffen worden. So. Weiter geht's. Jetzt geht die ja schon wieder um das. Komm und hol dich! So. Töten, verstümmeln, zerstören! So. Zack. Ach, komm an. Und einmal getroffen zu werden. Aha. Du hättest mich nie besiegt, wenn ich nicht schon 5 Humpen drin hätte. Dann bring mir doch jemanden, der nüchtern ist. Kriegst du das hin? Krieg ich. Die Nacht ist jung. Wir uns einfach durch das komplette Schloss jetzt aus. Jetzt nochmal her. Okay. Hört auf, mit ihm zu spielen. Okay. Da. Schon wieder Störung im Arsch. Habt ihr das? Ich kann nichts machen. Ich tanze einfach in der Luft. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Geschafft. Junge, Junge, Junge. Du kämpfst gut für einen vom Festland. Jetzt alle. Möge deine Axt nie zerbrechen. Okay. Toll, dieses Schwert. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Junge, 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 was war das denn jetzt, bitteschön, ey? Für die Stellung, einfach mit einem Boxkampf ändert sich einfach. Und dann hängst du in der Luft fest und so. Sieh hin in Frieden. Sehr, sehr doof. Oh Gott, sind wir so hier hin? Toll, diese Schwerter. Ach, hier sind wir. Meine gute alte Axt vor. Okay, jetzt hängst du, wo wir sind. Die Götter schätzen, so. Darauf kommt es anders. Noch ist auf dem Schoner. Schon mal verwende die Dornbos ihre Regierungen in meinem Arm. Ich krieg Schnaps. Das klingt sehr eklig. Du wirst blass. Nur so was Gänseblut würde dich gut tun. Ich sprang ihm also auf den Rücken. Letzte Nacht war. Komm, hab ich noch was hier zu tun? Möge deine Axt nicht zerbrechen. Oder dürfen wir uns geprüft haben, jetzt hängt auch mal in den Ring schmeißen uns, sag ich mal. So. Ganze Möglichkeit, wo wir klauen dürfen. Und der gerade raus, der König? Hallo Birna. Gefällt dir das Fest nicht? Das ist kein Fest. Das ist ein Bauernmarkt, wo Stimmen wie Schaffelle gekauft werden. Svanrik wird nicht um Unterstützer werben? Brans Sohn falsch nicht um eine Krone, die ihm von Rechts wegen zusteht. Soweit ich weiß, erhält der Kandidat mit den meisten Stimmen die Krone. Das ist Tradition. Aber nicht alle Traditionen sind gut. Das Geschick der Inseln sollte einer einzigen Familie anvertraut werden. Ich nehme an, dir schwebt eine bestimmte Familie vor. Natürlich. Bran war der beste König, den Skellige seit Jahrhunderten gesehen hat. Der Thron sollte an Svanrik gehen, seinen rechtmäßigen Sohn, und dann an dessen Söhne. Was ist falsch daran, euren König zu wählen? Geh herum und hör zu, dann weißt du es. Die Anwärter vergeben bereits Ländereien, Privilegien, Titel, günstige Urteile. Sie benehmen sich wie Huren, die ihre Röcke für jeden Passanten heben. Ein König von Wählergnaden ist kein Herrscher, sondern ein Schuldner. Das muss aufhören. Wir müssen damit beginnen, Brans erstgeborenen Sohn auf den Thron zu setzen. Ich hoffe, dass die Jarls die Weisheit darin sehen. Du verlässt Kaer Trolde? Morgen, bei Tagesanbruch. Viel Spaß noch, Meister Geralt. Okay. Darf ich? Du musst sogar. Komm, ich habe auf dich gewartet. Na, gefällt dir das Fest?
Besser als die Festlandpelle? Es gibt jedenfalls mehr zu trinken. Ja, und ob. Alles aus meinem Keller. Doppelmets, Trippel, zintrischer Pflaumenbrand, Mahakama-Schnaps, der in der Kehle brennt wie kochendes Wasser. Die Ankrets wissen, was Gastfreundschaft heißt. Irgendwas sagt mir, dass diese Gastfreundschaft einen Grund hat. Ja, das stimmt. Auf den Inseln sind Bankette so viel wert wie Taten mit dem Schwert in der Hand. Wenn das so ist, kannst du dich ja entspannen, was das Abstimmungsergebnis angeht. Ich entspanne mich morgen, wenn eines meiner Kinder die Krone trägt. Fühlst du dich zwischen Chalma und Ceres hin und her gerissen? Ob ich einen Favoriten habe, meinst du? Nein. Sie sind verschieden wie Feuer und Wasser. Aber in beiden fließt das Blut der Ankret. Mal unter uns. Ist Chalma nicht zu heißblütig, um König zu werden? Kommt drauf an, was du für einen König willst. Wenn du einen willst, der Gesandte schickt, Figürchen über eine Karte schiebt, die profitabelste Option berechnet, dann ist er zu heißblütig. Ja. Aber Skellige will einen anderen Herrscher. Einen, der Nilfgaard in seinem Blut ertränkt und lieber ins Feuer springt, als sich zu unterwerfen. Und das ist Chalma. Wenn ihr eure Angriffe ausweitet, zieht ihr den Zorn von Emhyr auf euch. Das könntet ihr noch bereuen. In Skellige spucken wir auf die Idee eines Friedens um jeden Preis. Meinst du, der Rat der Jarls wird es wagen, eine Frau auf den Thron zu setzen? Wenn du mich das vor ein paar Monaten gefragt hättest, hätte ich dir ins Gesicht gelacht. Aber heute sehe ich, und nicht nur ich, dass Ceres etwas hat, was auf den Inseln so selten ist wie heiße Sommer. Geduld. Andere handeln und denken dann. Sie nicht. Sie durchdenkt alles. Wägt das für und wieder ab. Aber wenn sie handelt, hält keine Macht der Welt sie auf. Du hast mir eine Belohnung versprochen, wenn ich deinen Kindern helfe. Und ich habe vor, mein Wort zu halten. Hier. Dieses Ding ist seit Generationen in Familienbesitz. Ich gebe es dir für deine Verdienste um den Fortbestand der Linie. Schöne Arbeit. Danke. Ich habe zu. Verdammt. Chalma hat wohl schon wieder eine Schlägerei angefangen. Das ist nicht Chalma. Gehen wir. Kilogramm. Du willst dich mit mir anlegen? Drei Stück? Wildschwein der Meere? Hä? Drei Stück? Ah, waren sie doch relativ simpel. Gib mir ein Tuch! Ich muss die Blutung stoppen! Schnell! Nimm meinen Mantel! Halt durch, Sohn, du schaffst das schon. Mich hatte mal ein Hai am Bein gepackt. Halbjorn! Er ist tot. Wo sind diese Bären hergekommen, hä? Antworte sofort! Pass auf, wie du mit meinem Vater sprichst. Steck das Schwert weg, Kleiner. Sonst verliert Krach auch einen Sohn. Du beleidigst mich, Lugos. Jetzt bedrohst du meinen Sohn, das lasse ich nicht zu. Dann komm her, los! Ich mach dich kalt wie einen räudigen Hund.
Beruhigt euch, ruhig. Es ist genug Blut geflossen. Jemand hat diese Bestien hergebracht, um unsere Söhne und Brüder zu ermorden. Wir können sie nicht wieder lebendig machen. Doch wir müssen sie rächen, wenn wir können. Diese Bürde fällt dem Gastgeber zu und seinen Nachkommen. Finde den Schuldigen, Ankret. Finde und töte ihn. Sonst wird deine Sippe für die nächsten 100 Generationen verflucht sein. Hat jemand gesehen, wie die Bären reingekommen sind? Das ist egal. Ich weiß schon, wo der Schuldige zu finden ist. Warte! Bist du verrückt? Du willst Leute umbringen, bevor wir wissen, was passiert ist? Forsch nach, so viel du willst. In der Zwischenzeit gehe ich unsere Sippe von der Schuld reinwaschen. Hey, die Jarls hören nicht mehr zu. Lass das Heldengetue und denk einen Moment nach. Unsere Ehre steht auf dem Spiel, Schwester. Das kann nicht warten. Hörst du mich überhaupt? Jemand hat diese Bären reingelassen. Wir müssen erfahren, wer. Und die Antwort befindet sich irgendwo in diesem Raum. Du hast recht, Ceres. Ich helfe dir. Danke. Schön. Wir sehen uns, wenn ich mit den Köpfen der Verräter zurückkomme. Ich bleibe hier. Jemand muss sich um alles kümmern. Den Heiler rufen, die Gefallenen den Familien übergeben. Wolf, ich danke dir. Okay. War schon komisch. Hast du sowas schon mal gesehen? Nein. Und ich werde es hoffentlich auch nicht wiedersehen. Woher sind die Bären gekommen? Wir haben alle gelacht, gegessen, getrunken. Dann plötzlich ein Gemetzel. Ströme von Blut an den Wänden. Ja, so wollt ihr das ja haben, ne? Was ist vor dem Massaker passiert? Was genau? Blaujung Lugos hat gewettet, dass er ein Fass Bier in einem Zug leert. Er ist auf den Tisch geklettert, hat sich ein 30 Liter Fass zentrisches Weizenbier geschnappt und losgelegt. Seine Kehle blähte sich auf wie ein Mondfisch. Er lief rot an, aber er soff weiter. Die Leute fingen an, ihre Humpen auf den Tisch zu knallen und zu skandieren: Lugos, Lugos! Dann hörten wir dieses Brüllen auf der anderen Seite des Raums. Alle drehten sich gleichzeitig um, als hätte der Steuermann gerufen. Da waren sie. Die Leute, die den Bären am nächsten saßen, konnten nicht mal die Waffen ziehen. Sie wurden in Fetzen gerissen. Wir werden sie rächen. Versprochen. Weißt du, wer gestorben ist? Drogoda, Drake Bondu, Blaujung Lugos, Halbjorn, Otrik. Die Liste ist lang. Ich hörte, du hast Lugos geholfen. Wie mir bei dem Him. Die Thronanwärter, die noch leben, die sind schnell aufgezählt. Du, Chalma und Zwanrig. Was willst du damit sagen? Nichts. Noch nicht. Wir haben genug geredet. Sehen wir uns um. Lass mich wissen, was du findest. Ich rede mit den anderen. Vielleicht hat jemand mehr gesehen als ich. Okay.